Mensch, Köthen 100 feiern wir. Doch wie fing alles an und was geschah damals? Das wollen wir heute herausfinden. Zu Beginn der Geschichte gehen wir in die alte Zeit. In den wertvollen Sammlungen im Schloss ist ein Faustkeil ausgestellt, der 250.000 Jahre alt ist und in Köthen gefunden wurde. Ein paar Funde stammen sogar aus der Mittelsteinzeit. Und Ackerbauern lebten in der Region vor 5.000 Jahren. Im 6. Jahrhundert kamen die Slawen und siedelten sich in der Köthener Region an. Weiter geht's ins Mittelalter. Zu dieser Zeit, nämlich 1115, wurde Köthen das erste Mal urkundlich erwähnt. Der Name ist ganz schön alt. Nun geht's ins 14. Jahrhundert. Fleißige Handwerker bauen die neue St. Jakobskirche. Das wird lange dauern und der Hallische Turm ist auch schon in Arbeit. In der Neuzeit, also im 15. Jahrhundert, führt Fürst Wolfgang die Reformation ein. Zwei Jahrhunderte später wird Johann Sebastian Bach zum Kapellmeister. Im 18. Jahrhundert bekommt die St. Jakob-Kirche ihre zwei Türme und Samuel Hahnemann eröffnet seine bekannte Klinik. Jetzt wisst ihr was über die Geschichte von Köthen. Ist ganz schön was los gewesen damals.